Hey, oh, Leute, und willkommen zurück zu Let's Play Factorio 7. Beim letzten Mal hatten wir so ein paar Crashes und haben die Sachen hier optimiert und was weiß ich nicht alles. Und jetzt haben wir eine richtig schöne 80 oder was, Dings pro Tick, pro Minute an den Dingern hier. Theoretisch, wahrscheinlich, wenn ich die einfach auf das nächsthöhere Upgrade, was ich im Moment natürlich nicht kann. Kann man dann andere Sachen machen mit? Okay. Wir haben ja beim letzten Mal festgestellt, wir müssen noch einen Haufen Zeugs machen. Ja, entweder ich könnte hier die noch erweitern, dann wird das hier aber voller werden. Was weiß ich. Silicon Wafer brauchen wir. Und dafür brauchen wir Silicon Plates. Silicon Plates braucht Molten Silicon. Das heißt, wir brauchen halt. In welche Maschine? Casting Maschinen. Wir brauchen Casting Machines. Wie glücklich ich mich doch schätzen kann, dass ich noch eine davon übrig habe. Induction Furnace und Zeugs, das braucht wieder Eisen, den ich nicht habe. Und dann muss ich wahrscheinlich auch wieder Ressourcen beisteuern, wie. Naja, gut, passt schon. Einen von denen, da brauche ich Stahl. Okay. Eine von den Maschinen habe ich schon. Casting Maschinen habe ich. Induction Furnace habe ich. Und jetzt brauche ich Blast Furnace und Carbon. Oder Trichlorin oder Silane. Habe ich aber alles nicht. Ich brauche Carbon. Carbon und ein Blast Furnace. Blast Furnace und Carbon. Und zwar vorzugsweise ein Schwungcarbon. Wo bekomme ich Carbon her? Naja, dafür haben wir extra irgendwann meine Produktionskette eingeschaltet. 800 Carbon, das dürfte, denke ich, für ein paar Minuten reichen. So. Ich freue mich schon, wenn wir die Sachen alle optimieren können. Okay, Silikon ist das weiße Zeug hier. Nachdem das hier relativ blockiert ist, werde ich wahrscheinlich Ammonium? Nein, vielleicht sogar das hier nehmen, weil. Wie viel kriege ich hier? Eins. Wie viel kriege ich hier? Eins. Und hier habe ich keins. Nee, theoretisch kann ich das hier machen, wenn ich sage, ich gehe, weil dann habe ich halt auch viel Eisenproduktion weiterhin. Andererseits, wenn ich das Bobmonium nehme, kriege ich gleichzeitig auch Zinn. Ich glaube, das ist sogar die bessere Idee. Okay. Blast Furnace. Silicon. Silicon, Pipe, Chest. Ups, dahin. Carbon. Power. Okay, der fuelt den auch gleich damit. Das ist super. Okay, und dann müssen die Sachen nur noch laufen. Das muss nicht sonderlich schnell gehen im Moment. Ach ja, mein Game ist ja gecrashed, deshalb ist das jetzt wieder ein bisschen zurück. Als nächstes Induction Furnace. Die beiden Sachen, Molten Silicon. Und dann muss ich die casten. Casten, casten. Da ist eine Casting-Maschine. Silicon Plate, nicht Wafer. Das hier. Und dann brauche ich wahrscheinlich wieder ein paar Inserter. Silicon Wafer braucht Silicon Plates, das passt. So rum und eine Kiste. Sehr schön. Silicon Wafer erledigt. Gar keine große Herausforderung, würde ich sagen. Dafür sollte ich nur dann irgendwo nochmal auf einem von denen hier ein bisschen Ammonium. Nein, ich habe im Moment genug. Ich habe 180 von denen, das dürfte passen. Vielleicht stelle ich einen von denen hier um auf Ammonium, weil die nicht sonderlich viel Zeugs bekommen. Propin. Nicht Pero. Propenegas. Dafür brauche ich Steam und Methanol.
Methanol habe ich doch irgendwo schon produziert. Ziemlich sicher hier unten irgendwo. Was mache ich damit nochmal? Ich hoffe, ich habe einen Platz gelassen. Methanolgas. Yeah, ich habe einen Platz gelassen. Der Nachteil ist, es nützt mir nicht sonderlich viel. Die andere Möglichkeit ist, dass ich zum Beispiel, ich kann es theoretisch rotieren. Dann kann ich so machen. Und dann kann ich rein theoretisch so machen und so machen und so machen und so machen. Was, ich habe Powerprobleme? Das gefällt mir aber nicht. Powerprobleme sind ungünstig. Fahr die hier mal hoch, bitte. Was kostet denn so wahnsinnig viel Power? Keine Ahnung. Wahrscheinlich die Produktion von den Sachen hier. Nimm noch eins raus. Ich will nicht zu sehr untersaturieren. Das ist nämlich ungünstig. Okay, das passt. Weil wir brauchen auch nicht die volle Geschwindigkeit, ehrlich gesagt, von den Dingern. Naja, hier produzieren wir natürlich auch noch ein bisschen was. Wir brauchen aber in Zukunft keine Landfills mehr produzieren. Weil ich habe eine dedizierte Landfill-Produktionsanlage. Das ist ein Mark 1. Das gefällt mir auch nicht. Dafür bräuchte ich Transistoren und was war das zweite? Eisen natürlich. Weil die Mark 2 sind halt wesentlich günstiger für mich. Die kosten zwar mehr pro Geschwindigkeit, aber dafür brauchen die weniger Power insgesamt und Zeugs. Okay. Gut. Das sollte dann ziemlich schnell backloggen, sobald der hier irgendwann mal fertig wird. Das passt. Ach ja, jetzt kann ich schauen, dass ich sowas in die Richtung mache. Dann brauche ich einen Boiler. Ich brauche nur Steam, das heißt, ich nehme den günstigen Boiler. Den werde ich jetzt einfach mal hier hin tun. Der kriegt dann auch wahrscheinlich noch mal irgendwelche Ressourcen, die ich bestimmt noch irgendwo rumfliegen habe. Hey, 57 Carbon. Sehr schön. Okay, der produziert Steam. Was für eine Maschine brauche ich, dass ich das Zeug herstellen kann? Einen Steam Cracker. Der müsste wahrscheinlich auch hier drin sein, oder? Der braucht Eisenplatten. Überrascht natürlich auch wieder keinen, dass das der Fall ist. Ah, die haben keine von den Dingern mehr. Das ist auch okay, denke ich. Wie viel Holz habe ich? 121. Eisen, 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 Eisen. So, Steam Cracker. Das ist schon cool. Wie komplex dieser Mod ist. Und vor allem dass derjenige, der die macht, Angels, auch so gut auf meinen Grafiken. Das ist wirklich Wahnsinn. Das ist faszinierend. Das System ist total spannend. Das läuft richtig gut und ja. Okay. Was haben wir hier? Okay. Das war ja fast schon wie erwartet. So. Klonk. Okay, wir haben alles, was wir brauchen. Einfache Power. Das hier. Was will ich mit dem Zeugs machen? Residual Gas. Theoretisch kann ich hier reinschauen, was man damit machen kann. Man kann Lubricant herstellen. Man kann Petroleum Jelly herstellen. Man kann das wieder, das bringt nichts.
Das bringt, kann man schon eher machen. Man kann Synthesis Gas draus machen, indem man noch mehr Steam hinzufügt. Dann kann man Hydrogen Carbonmonoxid nehmen oder man kann das noch machen. Aber für einen Augenblick glaube ich, ist das hier die richtige Wahl. Okay. Was will ich mit dem Ding nochmal genau machen? Liquid Plastic. Ah. Plastik. Liquid Plastic braucht 40. Das ist schon richtig. Ich muss mal schauen, welche Maschine. Wieder mal in einer von denen. Das brauche ich im Moment nicht und das brauche ich auch im Moment nicht. Stattdessen brauche ich das auch nicht, sondern das hier. So, Liquid Plastic. Power. Okay, und wo mache ich richtiges Plastik daraus? In einem gelben von denen. Dafür brauche ich Eisen. Yippie, yippie, yeah, yippie, yippie, yeah. Habe ich Construction Robots inzwischen schon fertig? Nee, habe ich noch nicht. Logistik. Warum macht der die zuerst? Das ist auch wieder blöd, aber okay. Naja, gut. Eigentlich nicht. Eigentlich sollte ich wirklich zuerst die anderen Robots machen. Die hier. Weil ich die Sachen hier deutlich früher brauche. Die anderen können warten. Die anderen Construction Robots sind komplett egal eigentlich für mich im Moment. So. Das hier, ich soll wirklich so wenig wie möglich von dem Material stehlen. Aber wie lange man braucht, um die ganzen Sachen aufzusetzen und den Rumgerenne und allem, obwohl ich so eine super langsame Forschung nur habe, haut das fast schon hin. Tin fehlt im Moment, aber ich habe schon mal ein paar Circuit Boards. Eisenerz habe ich noch eine gute Menge, das ist sehr schön. Die Sachen sind auch noch okay. Ach, ich habe hier auch noch 600 Sand. Zu wissen. Wir haben wieder mal viel zu wenig Power. Warum das schon wieder? Ich nehme hier die Overflow Valve weg, damit sollte der hier demnächst aufhören zu arbeiten. Die sollten auch hoffentlich. Das braucht im Moment so wahnsinnig viel Power. Ja, natürlich immer noch die Electrolyzer. Wie viel Landfill haben wir inzwischen? Einen guten Schwung. Habe ich Lampen? Ja, ich habe Lampen. Ich kann mal ein paar an verschiedene Stellen in der Basis setzen. Einfach, dass man ein bisschen was sieht. So. Du und du kommen auch noch weg. Ich will noch weniger von denen betreiben. Okay, meine Powerproduktion ist komplett weg. Das ist sehr ungünstig. Ich habe doch Logic Circuits gebaut. Power Switch. Copper Cable. Kann ich dann auch noch gleich machen. Die einfache Lösung dafür ist, nachdem dieses komplette System hier ausschließlich nach da oben geht, kann ich theoretisch, wenn ich halt das. Das darf schon bleiben, aber ich will die Verbindung hier kappen. Dann brauche ich ein bisschen, brauche ich meinen Power Switch. Oder brauche ich ein bisschen mehr Platz. Power Switch. Kabel, 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 Kabel. Wo ist denn mein Kabel? Da. Von hier nach hier. Von hier nach hier. Okay, das heißt, wenn ich kann jetzt theoretisch, wenn ich wüsste, wie der Keybind dafür ist, ob Controls, das müsste auch irgendwo sein, mein, nee, 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 next button, drop, rotate, reverse. F, Space, Grave,
Menü, nein, das ist auch nicht. Wo ist denn das? Ah, ich kann theoretisch so machen und so. Und dann ist einfach hier dieses Ding isoliert. Wenn man hier anschaut, die produzieren natürlich wesentlich mehr Power als die Sachen, die ich habe. Und theoretisch können wir auch hier jetzt gerade mal schnell dieses Ding umbauen. Das brauche ich alles nicht mehr. Da nutze ich jetzt einfach mal ganz kurz die Zeit. Halt, die Sachen dürfen schon da bleiben, aber die werden dann geändert. Wir haben stattdessen eins, zwei, drei. Ach halt, doch, das ist richtig. Genau, und dann brauche ich wahrscheinlich davon noch mal einen mehr. Okay, das geht da rein, das ist okay. Dann kommt das hier hin, der macht Pellets draus, Charcoal Pellet. Macht Pellets draus, sehr gut. Dann brauche ich einen Hauch Power. So. Ist der zu langsam wahrscheinlich, ja. Wie viel braucht der? 5 alle paar Sekunden. Ah nein, ich habe noch nicht genug Powerproduktion. Einmal bitte Vollgas geben. Und dann gehe ich hier mal auf 20-fachen Speed. Ich will wissen, wie das sich aufbaut. Das dauert halt alles, bis sich das einmal fängt. Schön ist halt, man sieht, wie lang die Dinger hier halten. Ja, ich glaube, ich brauche noch einen zweiten von denen. Er braucht natürlich wieder Eisen. Das Schöne am Rest der Basis ist, die werden jetzt nicht mehr mit versorgt. Und dann müsste das ein bisschen besser funktionieren. Und dann brauche ich Eisen, Eisen, Eisen für einen weiteren von denen. So. Critical Maintenance. Deshalb will man die Sachen normalerweise immer getrennt haben. Theoretisch könnte ich wahrscheinlich sogar ein Circuit Network sagen und wenn die Power nicht voll, wenn ich nicht genug Power habe, dann macht das auf oder zu oder sowas in die Richtung. Vielleicht mache ich das andersrum. Der zieht das hier raus. Und dann nehme ich Inserter von da, Inserter von dort. Wobei, das ist auch nicht richtig. Weil eigentlich will ich die schon mit den Dingern hier auch betreiben. Die andere Sache, die ich machen kann, ist, die Auswärtssachen sollten so sein. Das müsste schon passen. Copy Paste. Du machst von halt nee. Von hier und dann mache ich den von hier oben so ungefähr. Dann brauche ich das hier, der kommt dorthin. Dann kommt der noch dahin und dann sollte das richtig schön funktionieren. Damit sollten die auf beiden Seiten schön produzieren. Perfekt. Okay. Puh, gut. Nachdem jetzt hat natürlich die restliche Basis viel, viel, viel zu wenig Power, kann es sein, dass das mit. Ups, das war auch nicht richtig. Naja, gut. Ich verbinde das jetzt mal. Ja, theoretisch kann ich wahrscheinlich sagen, das müsste ich mal ausprobieren.
das mit dem hier verbinden. Kann ich... Ah, die andere Möglichkeit ist, dass ich als erstes mal kurz den hier... Kann ich den nicht mit dem verbinden? Hm. Nee, das haut alles nicht hin. Hm. Weil theoretisch wäre es halt praktisch, wenn ich sagen könnte, wenn Energie niedriger als irgendwas ist. Aber das geht anscheinend nicht. Bin ich dann halt nicht. Trotzdem. Verbinden. Jetzt müsste alles wieder genug Power haben. Durch die Optimierung, die ich gemacht habe. Und das Schöne ist, ich kann den einfach toggeln. Und dann kann ich das System reparieren. Gut. Jetzt habe ich natürlich jede Menge... komisches Zeugs noch dabei. Jetzt hat er den ganzen Sand weggelegt. Die Sachen dürfen noch darüber. Du bekommst mal ganz kurz das hier. Sehr schön. Ach ja, jetzt ist natürlich die Frage, wo waren wir eben? Eben waren wir bei Liquid Plastic. Und Plastic. Haben wir das schon erledigt? Wo wollte ich denn das überhaupt hinbauen? Ach halt, das ist, glaube ich, hier unten irgendwo gewesen. Liquid Plastic, genau. Deshalb braucht man immer so einen Notizzettel. Ansonsten kommt so eine Sache, man weiß nicht mehr, wo man war. Ja, jetzt habe ich natürlich das Ding wieder verbraucht, das ich eigentlich dafür hernehmen wollte. Halt Eisen, Eisen, Eisen. Danke. Wie immer, ich sollte nach wie vor nicht komplett übertreiben mit der Menge an Sachen, die ich brauche. So. Zweifacher Speed. Ich muss auch auf die andere Seite von dem Zeugs. Und dann muss ich hier hin. Gut. Platzieren. Plastik. Bars. Connect. Chest. Ah, ich habe sogar noch eine übrig. Na gut. So. Und ab jetzt produzieren wir jede Menge Plastik. Mehr oder weniger komplett kostenfrei. Genau, die Sachen hier funktionieren auch. Die haben auch wahrscheinlich die höhere Priorität. Theoretisch könnte ich auch eine Overflow-Valve reinsetzen, wenn ich brauche, wenn ich es notwendig habe. Okay, wir haben Plastik. So. Was mache ich jetzt noch mit dem Rest der Zeit? Gar keine Frage. Wir wissen, was wir machen müssen. Wir müssen Transistoren herstellen. Was denn sonst? Transistoren. Oh, Batterien. Schön. Brauche ich die nicht auch noch für irgendwas? Für Flying Robot. Oh, stimmt. Und Electric Engine Units. Und für Electric Engines braucht man Engine Units und Lubricant. Und für Lubricant brauchen wir Base Mineral und Residual Gas. Und für das brauchen wir Vegetable Oil. Wir sind doch lange nicht fertig. Aber Transistoren war das nächste. Silicon Wafer, Plastik und Tin Copper Wire. Noch mehr Tin Copper Wire. Habe ich noch Zinn? Ja, ich habe jede Menge Zinn. Dann kann ich das auch noch machen. Das wird alles irgendwann optimiert noch. Mit Robos als erstes, weil Robos unglaublich nützlich sind. Dann Silicon Wafer, wenn ich mich nicht täusche, habe ich hier inzwischen eine Gigatonne von. Und die werden in einer von den Dingern hier gemacht. Da stelle ich dann auch wieder einfach eine Factory hier nebendran. Transistor dort. Ja, irgendwie ist es doof, dass ich das nicht direkt verbinde.
Ne, greif von da oben und dann passt das verkehrt. Du greifst von oben und platzierst zur Seite. Und dann baue ich nochmal eine Kiste, nochmal eins von denen und dann kann ich Transistoren haben. Perfekt. Dann, nachdem ich das Residual Gas brauche, sollte ich jetzt dringend das hier abbauen und irgendwo ein Petrochemical Storage Tank oder sowas nehmen. Wir brauchen halt ein bisschen Eisen. Was denn noch sonst? Nein, wir machen halt alles aus Metall. Aus ganz gewöhnlichem Eisen. So, Petrochem Tank. Genau, wir haben einen Gastank. Das ist richtig. Ich weiß zwar nicht, warum ich hier einen Gastank mit Liquids speichern kann, ist mir aber auch persönlich relativ egal. So, langsam. Wo produziere ich das jetzt schon wieder da unten? Residual Gas, Residual Gas. Brauche ich mal einen Tank für und dann. Das kann ich nicht machen. Den muss ich auch noch hier rüber ziehen und dann das hier. Und wir haben Residual Gas. Okay, Residual Gas, gar kein Problem. Transistor, halt, das kann ich noch abhaken. Was war das andere, was ich brauche? Wofür ich das brauche? Diesen Notizzettel ist nützlich. Batteries. Halt, Transistors braucht man für viele der Sachen. Construction Robos. Ja, alles in Ordnung. Wieso hatte ich jetzt eben das Zeug? Ich hatte doch. Command Center. Wow. Robot. Die Sachen kann ich herstellen. Kein Problem. Engine, genau. Ich brauche Flying Robot Frame. Genau, Flying Robot Frame. Die Dinge kann ich dann herstellen, das ist dann gar kein Problem. So. Das wird dann die Herausforderung für die nächste Zeit sein. Flying Robot Frame. Klick, klick. Flying Robot Frame braucht Batteries und Electric Engine Unit. Okay. Electric Engine Unit. Sehr schön. Und Battery. Gut, was brauche ich für Electric Engine Units? Kein Problem. Electronic Circuits? Auch kein Problem. Lubricant. 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 Lubricant benötigt Base Mineral Oil. Okay. Base Mineral Oil. Gut. Base Mineral Oil kommt
aus Crude Oil. Crude Oil haben wir nicht. Vegetable Oil. Naphtha, Kohl. Okay, wir brauchen Vegetable Oil. Vegetable Oil. Vegetable Oil. Vegetable Oil. Man erinnert sich so ganz grob, dass ich vor einer Ewigkeit, vor einer absoluten Ewigkeit, genau, die Sachen habe ich auch schon irgendwann erforscht, angefangen habe, die Sachen hier zu machen. Okay, wo bekomme ich? Ich kann natürlich jetzt mal kurz schauen. Das kommt aus dem, das kommt aus dem und das kommt aus Raw Vegetable Oil und das kommt aus Nüssen, Pips, Beans und braucht den Plant Processor. Mit anderen Worten, ich muss diese Sachen hier, die ich die ganze Zeit manuell gemacht habe, langsam mal automatisieren. Gut. Ich sollte hier nur ganz kurz zuschreiben, Beans. Beans. Einfach, dass ich dran denke. Die Sachen brauche ich. Okay, die Frage ist, wo platziere ich das Zeug hin? An die absolut sinnvollste Position natürlich. Was denn sonst? Wasser. Wasser, 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 Wasser kommt von hier. Nein, ich brauche den Prozessor. Der müsste hier drin sein. Die Press. Er braucht Stein. Stein, Stein, Stein. Wie viel Zeit haben wir eigentlich noch? Wir sind auf 32 Minuten. Ich würde sagen, das machen wir beim nächsten Mal. Bis dann. Viel Spaß hier. Bye bye.